Auch seine Arbeit hinterlässt Spuren beim Publikum. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Adrian Geuginger hat heute in Großaarl die Dreharbeiten zu seinem jüngsten Kinofilm abgeschlossen. Die Beste aller Welten hat ihn bekannt gemacht, der preisgekrönte Film über seine eigene Kindheit. Der Fuchs erzählt nun die wahre Geschichte von Geugingers Urgroßvater, der als Motorradkurier in den Krieg eingezogen wurde. Die Dreharbeiten haben der Crew einiges abverlangt. Danke. Und bitte! Es ist eine der letzten Klappen für den neuesten Film des Salzburger Regisseurs Adrian Geuginger. Mehrere Tage lang dient eine abgelegene Almhütte im Großalltal als Kulisse für den eigentlich im Pinzgau angesiedelten Streitberger Hof, jenen Hof, auf dem Franz Streitberger, der Urgroßvater des Regisseurs, aufgewachsen ist und den er bereits als Kind verlassen musste. Die eigentliche Handlung des Films setzt aber einige Jahre später ein, mit dem Eintritt Streitbergers in das Bundesheer. Es geht dann weiter mit der Zwischenkriegszeit und dann mit dem Krieg. Und im Krieg findet dann mein Urgroßvater einen Fuchswelpen. Deswegen heißt der Film Der Fuchs. Und mit diesem Fuchswelpen ist er dann ein Jahr lang gemeinsam im Krieg gefahren. So, also er war wirklich sein Beifahrer, kann man sagen, so im Motorrad. Und hat da eine wahnsinnig tiefe Freundschaft zu diesem Fuchs entwickelt. Der erwachsene Franz Streitberger wird dabei vom Wiener Schauspieler Simon Mosse verkörpert. Neben der Stadt Salzburg führten die fordernden Dreharbeiten auch an verschiedene Orte in Deutschland und Oberösterreich. Wir haben viel draußen gemacht, waren viel im Wald und vor allem dieser militärische Kontext, immer mit Ausrüstung, mit Stahlhelm, mit Waffe, und das hat alles ein Gewicht und viel herumlaufen, viel Action. Also wir sind schon alle recht müde hier. Doch zurück nach Großaarl, wo die Dreharbeiten diese Woche ihren Abschluss gefunden haben. Als Kind wird Streitberger hier vom 9-jährigen Pinzgauer Max Reinwald aus Hinterglemm verkörpert. Also ich spüre einen Klornfond. Und heute ist mir erklärt worden, dass ich von Streitberger Hof wegkomme und zum anderen Hof hinkomme. Als Vater und Nachbar spielen außerdem Karl Markowitsch und Cornelius Obonja eine Rolle im neuen Geuginger Film. Im Gegensatz zu ihrem Pinzgauer Nachwuchskollegen mussten sie allerdings zunächst in intensives Dialektcoaching. Unsere Dialekttrainerin war mit mir zufrieden. Gut, das ist eine höfliche Frau, sie wird jetzt nicht sagen. Aber das hat schon viel gebracht. Ein Pinzgauer wird man mein Pinzgauer nicht ankaufen. Das ist natürlich auch ein Riesenreiz und eine Rolle für mich persönlich, dass man sagt, das sind ein paar Satzeln, die hast du noch nie so geredet, und da muss das einfach funktionieren. Und dann hat man Gott sei Dank einen Coach und dann geht das schon. Aber es ist wie alles, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das Ergebnis der aufwendigen Produktion werden die Zuschauer dann nächstes Jahr sehen. Dann soll der Fuchs seine Kinopremiere feiern.